Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Von Nervus, wir schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julia, vielleicht kann Sie Stiefson Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringe tauschen. Dir wäre es doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Komm, Sweetie. Come on, baby. Yeah. That's my boy. Good boy, Romeo. Good boy. Geburtstag. Doch, auch an meinem Geburtstag. Ja, ich komme. Jetzt komm doch mit. Ja, danke, gleichfalls.